Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zu meinem neuesten Projekt, und zwar Final Fantasy 7 Remake. Ja, es ist endlich hier, das Remake von Final Fantasy 7, dem besten Final Fantasy beziehungsweise dem besten Spiel aller Zeiten laut einigen Leuten. Ja, ich zähle mich nicht zu einigen dieser Leuten. Ja, nein, nicht wegklicken. Okay, lasst mich erklären. Bevor ich hier anfange zu spielen, habe ich immer so die kleine Gewohnheit, so ein bisschen zu labern. Also wenn ihr darauf überhaupt keinen Bock habt und einfach nur sehen wollt, wie ich direkt ins Spiel einsteige, dann boom, habe ich hier so einen kleinen Timer hier kurz reingepackt. Und ja, klickt einfach auf die Zahl, die jetzt da steht, und ja, dann können wir loslegen, ne? Also ich sehe euch bis gleich. Für die jetzt noch hier sind, ja, ich weiß nicht, ich zähle mich nicht zu einigen dieser Leuten, die jetzt so unglaublich gehypt waren, als dieses Spiel hier angekündigt worden ist, das Spiel ist ja schon seit vielen, vielen Jahren, haben Square Enix jetzt hier schon so angedeutet, ja, wir bringen mal irgendwann ein Remake raus, ne? Freut ihr euch schon? Ihr mögt zwar die anderen Spiele nicht, aber wir haben noch Final Fantasy 7, ja. Ja, wie gesagt, ich zähle mich nicht zu einigen dieser Leuten. Und ich mag Final Fantasy 7, also ich bin ein riesiger Fan von dem Spiel, von der Serie allgemein. Aber, weiß ich nicht, ich glaube Final Fantasy 7, muss ich mal, also mein Lieblingsteil ist ja Final Fantasy 6. Also wenn die ein Remake davon rausbringen, in PS4 oder irgendwann später PS5 Qualität, so, ne? Also mit dem gleichen, was die eher jetzt hier machen mit Final Fantasy 7, ne? Da würde ich durchdrehen, ne? Final Fantasy 6 ist eins mein absolutes Lieblingsspiel, ne? Und ja, dann weiß ich nicht, Final Fantasy 10 mag ich noch lieber, Final Fantasy 8 mag ich lieber, weil das war mein erstes Final Fantasy. Und Final Fantasy 4 finde ich eigentlich auch besser. Also ich glaube, dann würde erst so Final Fantasy 7 kommen. Also ich bin jetzt nicht so gehypt wie einige Leute, die jetzt vollkommen durchgedreht sind, als gemerkt haben, ja, das Spiel kommt bald raus und jetzt ist es raus und oh. Ja, vor allem eine Sache, die mich jetzt nicht so unglaublich hypt, ist, das Spiel ist ja noch nicht mal komplett. Also für die, die es jetzt nicht wissen, das ist ja das erste Spiel von, weiß ich nicht, ich glaube drei müssten das sein, ne? Ich habe auch irgendwie was gehört von zwei, aber wir wollen die gesamte Story von dem Spiel hier in zwei Discs hier reinpacken, das verstehe ich nicht. Also ich nehme an, drei kommen noch. Also das ist sozusagen der erste Teil von Final Fantasy 7, den wir jetzt hier haben. Und dieser spielt in der Anfangsstadt Midgar, welche man da auch hier in den kleinen Bildchen sieht. Was so die ersten, weiß ich nicht, 10 Spielstunden von Final Fantasy 7 so umfasst. Das ist so das Anfangsgebiet. Also nachdem man die Stadt verlässt, was glaube ich so das Ende hier von diesem Spiel sein wird, ne? Übrigens, Spoiler, ich werde hier rumspoilern wie blöd. Ich nehme jetzt mal einfach an, alle, die sich das Spiel jetzt hier angucken, haben das Spiel schon selber gespielt oder kennen auch Final Fantasy 7, weil das Spiel ist jetzt was 23 Jahre alt, habe ich letztens gelesen irgendwo. Also wenn ihr jetzt hier kommt und euch beschwert, dass ich hier euch was Spoiler über ein 23 Jahre altes Spiel, dann ja, Entschuldigung, aber ich werde hier einfach alles raushauen, was ich weiß, ne? Ist ja das beste Spiel aller Zeiten. Und ja, also nehme ich mal an, viele Leute kennen auch halt die Story, ne? Ich kenne zum Beispiel Kollegen, die sagen, ja, das ist der beste Final Fantasy aller Zeiten. Und dann frage ich immer so direkt so, was gefällt dir an den anderen Final Fantasies denn nicht? So, keine Ahnung, ich habe noch nie ein anderes gespielt. Das ist, als würde ich jetzt hier irgendwie sagen, ja, mein Lieblingsteil von Assassin's Creed ist der zweite Teil, ne? Ich habe noch nie ein Assassin's Creed gespielt. Ich hingegen, so, jetzt rede ich hier so ein bisschen elitär, ne? Ich habe jedes Offline Final Fantasy gespielt. Mit Offline meine ich alle Teile, die ich nicht online bedingt sind hier, die online pflichtig sind. Also Final Fantasy 11 und 14, was so MMORPGs sind, ne? Also ja, weil ich habe so ein bisschen mehr Recht irgendwie zu sagen, was da irgendwie besser und schlechter ist. Und dann kommt ja noch Geschmack dazu und ist ja auch jetzt vollkommen egal. Und wie gesagt, ja, was mich jetzt nicht so gehypt hat, ist, das Spiel geht nur bis Midgar. Das ist das Anfangsgebiet, das ist das Tutorial von Final Fantasy 7. Danach geht erst das ganze Spiel los und danach passiert erst das ganze epische Zeug, finde ich. Und verstehe mich nicht falsch, Midgar ist ein sehr cooler Anfang für
ja, für ein Anfangsgebiet. Wenn ich jetzt das hier mit Kingdom Hearts 2 zum Beispiel vergleiche mit Roxas, ne, ja, was weiß ich nicht, so 5 Stunden Spielzeit umfasst, ne, das ist, du musst irgendwie so Nebenjobs machen und läuft alles so unglaublich langsam in Kingdom Hearts 2 und dann erst hast du das abgeschlossen und dann kannst du endlich Sora spielen und dann geht das Spiel erst richtig los. Also im Gegensatz zu Kingdom Hearts 2 ist der Anfang von Final Fantasy 7 richtig gut. Also das ist, hier passiert eine Menge krasses Zeug, das ist alles super cool gemacht und ja, sagen, ich rede jetzt hier schon ein bisschen zu viel, ne? Ja, für die, die sowieso geskippt haben, ne? Ihr wurdet gewarnt. Also die, die nicht geskippt haben, ihr wurdet gewarnt, ne? Ich rede ein bisschen und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal rein, ne? Weil müssen wir mal anfangen, ne? Weiter als bis hierhin habe ich noch nicht gespielt, also nein, ich habe das Spiel gerade erst, ich werde das jetzt nicht direkt updaten, ne? Also mein Gott, ey. Das Spiel ist jetzt was eine Woche draußen übrigens. Ich habe mir ein bisschen verspätet geholt wegen den ganzen, ja, wisst schon. Also wenn ihr es 20.04. müsste der Part ja online sein, dann ja, wisst ihr weswegen wahrscheinlich, ne? Aber ja, lass nicht darüber reden, wir spielen jetzt hier Final Fantasy, ne? Also habt ihr bestimmt schon genug von gehört, ne? Also ja, los. Und ha, okay, es kommt nichts, alles klar. Habe ich nicht befürchtet, nicht, dass direkt ein Intro kommt und so alles. So, ich gehe erstmal hier zu den Einstellungen. Gameplay, Sprachausgabe, das interessiert mich. Sprachausgabe Deutsch, ja. Hier kann man, Entschuldigung, hier kann man einstellen, welche Sprache man die Sprachausgabe, Entschuldigung, mein Gott, welche Sprache man hier gehört haben möchte, sage ich mal. Und ich werde mal ausnahmsweise Deutsch mehr machen, weil ich habe Final Fantasy 15 gespielt und ich fand die deutsche Synchro jetzt nicht schlecht. Also ich fand die gut. Ich habe jetzt auch nicht so einen riesigen Vergleich gehabt mit oh, ho, ho, ho. Ah, was? Lismos, du kannst nicht. Okay, es gibt kein Schwer. Schade. Na gut, was soll's. Ist ein Rollenspiel, ne? So. Mein Spieldurchlauf wird wahrscheinlich so 50, 60, 70% darum umfassen, wie sehr ich dieses Spiel mit dem Original vergleiche. Und ja, das erste, was ich schon mal sehe, ist ja, das ist relativ gleich geblieben wie damals. Man sieht das Schwert, man sieht neues Spiel und all so was. Und ja, gehen wir mal jetzt direkt hier rein, ne? Ja, die anspruchsvollen Kämpfe, die Story konzentrieren wollen. Einfach okay, das ist schon mal kacke, also normal. So, und ich muss mal im Fernseher laut machen, weil ich will natürlich die Musik hören. So, dann fangen wir mal an. Geil, ich freue mich. Ich will sehen, wie sich dieses Remake schlägt. Ich habe so gehört, Spiel wird mir gefallen. Ich habe mich auch nicht viel informiert. Ich habe hier, weiß nicht, ein oder zwei Trailer hier vor Jahren mal geguckt. Also jetzt Story-Trailer und all sowas oder andere Sachen, die jetzt vor kurzem rausgekommen sind, habe ich mir jetzt nicht angeguckt oder überhaupt nicht informiert und so. Ich kenne ja die Story von dem Teil und einige YouTuber, die haben natürlich jetzt schon nach einem Tag, an dem das Spiel rausgekommen ist, schon direkt 12 Parts hochgeladen. Also ja, sehr respektvoll gegenüber Square Enix. Ich meine, die haben was dagegen, wenn man so schnell schon irgendwie was hier hochlädt. Aber wie gesagt, ich kann nicht gespoilern, ich kenne die Story, ich kenne die Charaktere, also ausnahmsweise macht mir sowas mal nicht aus. Normalerweise soll ich da Leute dann, wie nennt man das auf Deutsch, unabonnieren? Keine Ahnung. Deabonnieren, ne? Aber ja, bei dem Spiel, von was solche gespoilert werden. Da gibt es so einen Typ mit einem riesigen Schwert, ja. So, ich kann schon mal sagen, das Intro von dem Spiel fängt relativ, ich wollte jetzt sagen, ruhiger an, aber dann passiert jetzt hier direkt so was. Im Original
Ja, obwohl da hat sie eine kleine Szene und ich sehe schon. Das Intro vom Original fängt hier, glaube ich, an. Genau. Sieht alles so schön aus. Alles so wunderschön aus. Aber das war zu erwarten, wer schon mal ein Final Fantasy gespielt hat. Er weiß, die Grafik ist immer das Highlight. Es gab noch nie ein schlecht aussehendes Final Fantasy, so wenn ich mich so zurück erinnere. Und ja, ich werde zwischen den Cutscenes reden. Also, das ist ein Let's Play, da ist kein Walkthrough. Also ich werde das Maul aufmachen, also wollte ich jetzt nur mal so andeuten, ne? Habt ihr wahrscheinlich schon längst gemerkt. Also wenn ihr die Cutscenes und so alles angucken wollt, dann guckt euch ein Walkthrough an. Also ich muss, das ist ein Let's Play, ich muss das Video mit Gelaber füllen, sonst ja geht nicht. Ja, da haben wir den einzigen Ort, den wir in diesem Spiel ja spielen werden. Midgar. Die Musik ist alles exakt gleich awesome. Jetzt geht das Spiel los direkt. Haben wir ihn. Marco Reaktor 1. Mir fällt gerade auf, ich höre gleich deutsche Synchro. Ich habe keine Ahnung, wie die Charaktere alle klingen. Sehr gut. Auf geht's, Rekord. Ah, da bin ich. Die Wolke, ich meine. Laut. Anschlag auf Makro Reaktor 1. So. Kann ich irgendwas machen? Ich kann angreifen. Cool. Ich kann rennen, wenn ich analog reindrücke. So. Was geht? Kann ich mit reden? Dein Auftritt. Na, guck ich mein Schwert an. Mit vier führst du einen Angriff aus, um einen Flächenangriff auszuführen, der Gegner im Umkreis Schaden zufügt. Alles klar. Ich glaube, das Stufe 7 erreicht. Das ging schnell. War, glaube ich, im Original auch so. Ne? Man hat direkt ein Level abbekommen. Oh, Bombing Mission ist im Hintergrund am Laufen. Ja, ich weiß, wie sich. Ich weiß den Namen des Liedes. Die haben überhaupt nichts gemerkt. Hi, na. Deine ATB leistet lädt sich mit der Zeit automatisch auf. Du kannst diesen Prozess allerdings auch beschleunigen, zum Beispiel indem du Gegner mit vier attackierst. Und was macht dieser ATB-Balken? Active Time Battle, das ist das Kampfsystem von Final Fantasy. So, okay, ich kann rollen. Ein Gefühl ist, kann die Fertigkeit Magie und Gegenstände einsetzen. Dabei werden ATB
Ah, okay. Das sind also, weiß ich nicht, so wie mein, wie MP in Kingdom Hearts, die so ansammeln kann. Keine große Sache. Ja, oder habe ich seine Stimme gehört? Ist das die Stimme, die ich, habe ich mich da gerade gehört, oder ich muss den noch mal hören gleich. Außerhalb von Kennst, kannst du jederzeit. Okay, ich habe eine Karte, das schon mal gut. Okay, erst wie mit Final Fantasy 10-2, wenn man so springen muss oder so. Okay, was haben wir ja? So. Oh, Wutangriff, Impuls, das ist der Kreuzschlag. Oh. Wutangriff ist kein Limitangriff. So, Magie, was hat er? Feuer, ja. Ich glaube, man bekommt auch relativ schnell schon Vita, ne? So, Panzerschwert. Nicht mehr das Bastardschwert. Das die Bände seine Besitzer symbolisiert. So, das Speichern und Laden kann ich jederzeit speichern. Scheint ja. Cool. So, okay, machen wir weiter. Kann ich irgendwie springen oder so? Na, mit X kann ich Fehler ausführen. Mit 2 habe ich eine Karte. Also ich kann entweder einen Kompass oder eine Karte haben. Ja, dann hätte ich lieber eine Karte. So, mit R2 kann ich auch rennen. Und mit R1. So, mit R1 konnte ich gerade so Dingens machen. So Kombinationsangriff oder so habe ich gerade gelesen. Und euch auch was machen, ne? Ich habe gesehen, wie er gerade den einen Soldaten ja gegeben hat. Mit R1 blocken oder mit Kreis ausweichen. Sofort ergeben. Ich muss mir den Rücken frei halten. Okay. Ich wollte eigentlich blocken, aber wenn ihr nicht angreift, dann ja, kann ich auch nichts dafür. Alter. Ich habe mich ehrlich gesagt gewundert, wie das aussieht, wenn Cloud mit diesem dicken Schwert kämpft. Hi. Das war abzusehen. Boah, weiß ich nicht. Ich muss noch mehr von der deutschen Synchro hören. Die englische Stimme von Cloud gefällt mir ehrlich gesagt nicht. Die weiß ich nur so von Advent Children, den Film und so. Nein, weiß ich nicht, den ganzen anderen Spielen, so wie Kingdom Hearts und so. Da gefällt mir Clouds Stimme ehrlich gesagt nicht so. Klingt ein bisschen zu edgy, so. Weiß ich nicht. Ich meine, Cloud ist schon ein bisschen edgy, aber trotzdem. Muss nicht so unbedingt sein. So. Dann habe ich so ein Ding gesehen. Eine Frachtenkiste von Shinra stößt, sollst du versuchen, sie mit Feuer zu zerstören. Makonite. Ach, okay. Damit kann ich meine MP heilen. Warte mal, heißt das überhaupt? Es heißt TP und MP. Dreck. Warum muss es in allen Spielen jetzt mal TP heißen? Ich verwechsel halt jetzt immer mit der Tales of Serie. Talentpunkte. Erklärst du mir jetzt endlich, was ein Soldat bei uns wäre? Schmeißt er seine Karriere für uns hin? Wie hieß er gleich? Sein Name ist Cloud Strife. Oh. Und ja, den Job hat er hingeschmissen. Bei Missionen wie dieser hier kann ein echter Profi im Team nicht schaden. Ich beschwere mich nicht. Denk nicht, ich wäre einer von euch. Wenn das vorbei ist, bin ich weg. Die Worte habe ich, glaube ich, von einem Trailer mal gehört. Nicht gut. Nicht gerade ein Sonnenschein. Irgendwann wollte ich noch gucken, und zwar, ich finde, die Stimmen sind ein bisschen leise. Kann ich die irgendwie muss ich die so schon, glaube ich, ja, ich finde, die Stimmen sind ein bisschen leise so im Vergleich zur Musik und so. Aber dafür ziemlich hübsch. Oh, danke schön, du bist auch ziemlich hübsch.
Und was stimmt mit meinem Gesicht, nicht? Wo soll ich da nur anfangen? Schon gut, behalt's für dich. Wenn du mich fragst. Tu ich aber nicht. Auf dich können wir uns echt voll verlassen, oder? Gleich öffnet sich das Tor. Oh. Was ist mit dir, Kollege? Du würdest wohl kaum so viel riskieren, wenn du nur auf die Pagil auswärst. Du bist wie wir. Dir geht es doch auch um das Wohl unseres Planeten, nicht wahr? Nicht wirklich. Komm jetzt. Du kostest uns viel. Hoffentlich bist du es wert. Na, jetzt bist du da eigentlich so in mich reinlaufen. Aber das wird wahrscheinlich nicht passieren in diesem Spiel. Aber das wird mein Thumbnail wahrscheinlich. Das sah ziemlich gut aus. So, hier war nichts mehr, ne? Ach ja, wie ich spiele. Sehr langsam. Sollte ich vielleicht noch erklären, ich spiele sehr langsam. Ich gucke mich sehr oft um. Versuche so viel wie möglich zu erledigen in einem Spiel. Also ja, wenn ich zu langsam spiele, dann ja, dann ja, weiß ich nicht. Klickt weg, keine Ahnung. Okay. Ja. Wie die sich mal vorbeischleichen, ey. Sieht niemand die? Oh, R2 habe ich. Was habe ich jetzt gemacht? R2. Dann kann ich irgendwie die Zeit anhalten anscheinend. Und mit X. Ich soll vielleicht mal irgendwie eine Fähigkeit. Oh, da ist eine Granate. So, Fertigkeit, mach mal irgendwas. Mutangriff. Da. Ja, voll. Sehr gut gemacht, Cloud. Und du hast mir noch den Befehl gegeben. Hier hat schon ein bisschen mehr drauf. So, nochmal. Nur diesmal aber treffen, wenn es geht. Boom. Ja, gerade ich habe ganz schön wenig HP. So, blocken will ich eigentlich die ganze Zeit. Okay. Offensivhaltung habe ich irgendwie gemacht. Na dann. Cool. Weiß nicht, wie ich das gemacht habe, aber ich bin in die Offensivhaltung gegangen. Das ist doch auch was, ne? Hey, einen Moment. Hier ist doch irgendwie da. Ich wollte schon sagen. Habe ich halt auf der Karte gesehen. Deswegen stelle ich die Karte mal ein. Und deswegen bin ich immer dankbar, wenn ich eine Karte habe. So. Was? So, wo ist der Typ, der gerade geredet hat? So, ich nehme an, das ist die. Au! Ich krieg schon ganz schön auf die Nuss hier gerade. Schock. Oh, warte. Nein, X, mein Gott. Mach mal Feuer. Boom. Keine große Sache. Ich glaube, mit dieser Offensivhaltung habe ich mal ein bisschen auf, hier rumzuspielen. Erstmal, außer ich meine, ich sollte vielleicht warten, bis mir das Spiel irgendwie so erzählt. Ja, sie haben noch so eine andere Form, ne? Alles klar, wer auch immer du noch mal bist. Hört man den einfach nur so weinen? Du hast meinen Namen vergessen? Hätte er sich überhaupt uns schon vorgestellt? Da wäre jetzt ziemlich gemein, wenn ich mich daran nicht erinnern würde. Wenn er sich tatsächlich irgendwie vorgestellt hat.
vermisse die stacheligen Haare von Cloud, als sie nur so aussehen wie von, weiß ich nicht, Son Gohan als Super Saiyajin in der Cell-Saga. So, MP-Heilung durch Makunit. Oh, jetzt habe ich verpasst, was ihr gemacht habt. Oh, Besuch für dich. So, da machen wir mal. Oh ja, kann ich nicht, weil ich keinen Balken habe. So, wie kann ich Items einsetzen? Ich sollte vielleicht mal. Ich habe eine Menge, also soll ich vielleicht mal einsetzen. Na, geht hier noch irgendwas schief, ne? Und dann verreck ich hier schon im Tutorial, sag ich mal. Und ja, dann lachen alle über mich und dann bin ich voll traurig. So, nein, da wollte ich nicht. Impulsi, du bist gleich tot. Du. Na, oh, da ist dieser Angriff von Kingdom Hearts. War nicht gerade noch Schock. Ich nehme an, ich nehme jetzt mal einfach an, dieses Schock passiert, wenn irgendwie, wenn ich die angreife irgendwie, während die gerade, weiß ich nicht, ihre Deckung vernachlässigen oder während die gerade angreifen oder ich konter, ich habe keine Ahnung. Wird mir bestimmt noch gesagt, ne? So, oh, hier sind noch ein paar Kisten. Schon krass, mit so einem großen Schwert zu kämpfen. Dann auch so schnell. Ich bin noch so, weil ich nicht Monster Hunter gewöhnt, wo du irgendwie aussiehst, als hätte keine Ahnung, wie man kämpft, wenn du mit so einem Ding kämpfst. So einem dicken Schwert. Mogi-Medaille. Was sind diese Dinger? Ja, wird mir schon erzählt, ne? Nehme ich an. Wie die sich dann einfach alles hier vorbeischleichen. Wir kommen hier gar nichts mit hier. So. Feuer. War sofort tot. Schwäche. Heiltrank. Also ich kann schon mal sagen, das Spiel gefällt mir auf jeden Fall schon sehr viel mehr als Final Fantasy 15. Und Final Fantasy 13, ganz besonders Final Fantasy 13. Ich kann den 13. Ich hasse den 13. Teil. Jeder, der mich, weil nicht genauer kennt, mit dem ich schon über Final Fantasy geredet habe, der weiß das auch. Ich kann mich Tag und Nacht über dieses Spiel aufregen. Ich möchte nicht drauf aufgehen. Ich möchte nicht darauf eingehen, meine ich. Also halten soll ich. Okay. Okay, wo ist mein Platz? Ach, wir sind jetzt hier, okay. Das kommt mir sogar bekannt vor, ja. Wo das Layout hier... Okay, das Layout ist genau gleich. Alles klar, ich mag dich. Ja, wer Star Wars-mäßig hier sich gut auskennt, ich weiß nicht, ob der Vegas hier einschaltet. Er sagt immer, er ist ein riesiger Final Fantasy Fan, aber das ist eigentlich nur ein Witz. Aber ja, Bix und Wedge, Anspielung an Star Wars, gibt schon seit Ewigkeiten in Final Fantasy. Hast du deine Zunge verschluckt? Kusst wohl immer noch vom alten Herrchen was? Erbärmlicher Schoßhund! Aber stell dich ruhig quer! Wir ziehen das mit oder ohne dich durch! Die Mako-Reaktoren sind von Baujahr zu Baujahr verschieden. In so einem war ich noch nicht, aber ich finde mich schon zurecht. Ich muss das Spiel mal laut machen, ich verstehe nicht wirklich. Also ich verstehe ihn schon, aber... Keine krummen Touren. Wenn ich noch lauter mache... Keine krummen Touren. Wenn ich noch lauter mache, dann hört man hier ein riesiges Echo und das ist nicht so dolle. So. Hi Jesse. Ja, du bist Big, genau. Die beiden verwechsel ich immer. Ich dachte jetzt, der holt seine Pistole und schießt auf das Ding. Und das hat nochmal Kampfthema. Wollte ich auch gerade sagen.
Schießbar. Aber Cloud, du hast keine Pistole. Okay, seine Spezialfertigkeit aus. Wechselt mit seinem auf Kosten der Defensive. Wo ist am besten gleich mal aus? Wenn du was sagst. In seiner Offensivhaltung bewegt sich Cloud langsamer, kann aber verstärkere Angriffe ausführen. Geblockte Nahkampfangriffe zu kontern. Durch Ausweichen wechselt Cloud automatisch zurück in die Allround-Haltung. Ah, okay. Also da ist die ich mache alles fach alles platt Haltung. Alter. Und weiter geht's. Woher nimmt ihr nur diesen Charme? Bleib bei der. Ich passe hier auf. Mach du das. Jesse wartet schon. Jetzt reiß dich mal zusammen. Kurz hat uns jemand aus der Splittergruppe zugespielt. Na, im Grunde sind wir gegangen. Es gab da ein paar Differenzen. Kinderspiel. Dann haut mal rein. Ich passe hier auf. Mhm. Mir das mal neu. Denke hin. Phoenixfehler. Bin noch nicht gestorben, also ja. Wie geht denn das überhaupt? Gut, ja, wir sind jetzt hier vor dem Aufzug, ne? Ja. Ich dachte erst, das war auch Deutsch. Gut, aber ich sagen, ich beende den Part hier, den ersten Part. Und ja, ich hoffe, euch gefällt das Projekt. Also mir gefällt das Spiel, mir gefällt, ja, weiß nicht, über das Spiel zu reden, über das Original. Und das Spiel macht mir auch Spaß. Also ja, ich hoffe, euch macht auch alles hier Spaß. Und ja, wenn euch der Part gefallen hat, dann hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen und könnte den Kanal hier sehr gut helfen zu wachsen. Und ja, in dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis hoffentlich zur nächsten Folge.